Wir engagieren uns bei Azubis for Future, weil ich finde, dass in meiner Berufsausbildung das Thema Nachhaltigkeit viel zu wenig Anklang findet. Und ich mich hier mit tollen Gleichgesinnten zu diesem Thema engagieren kann. Auf die Idee mit Azubis for Future sind wir gekommen, weil wir das Gefühl haben, dass eben auch klassische Themen des ArbeiterInnenkampfs in die Klimagerechtigkeitsbewegung mit reingehören. Unsere Perspektive für die Zukunft ist, dass Azubis als aktive Gestalter wahrgenommen werden, dass wir zusammen mit Betrieben und Politik an einem Tisch sitzen können und selber Maßnahmen überlegen können, wie kann Nachhaltigkeit in Ausbildungsrahmenpläne reinkommen, wie können wir es schaffen, dass die gesellschaftliche Anerkennung auch bei uns ankommt, die man braucht, um eben entsprechend in die Berufe gehen zu können, um sich gerne für eine Ausbildung zu entscheiden und es gerne durchzuziehen. Uns motiviert weiterzumachen, dass wir in den letzten Jahren, seitdem wir uns mit Azubis for Future engagieren, schon sehr viel positive Resonanz erfahren haben. Aber die ArbeiterInnenbewegung hat immer noch nicht genug Gewicht innerhalb der Klimabewegung. Entsprechend wollen wir daran noch mehr arbeiten. Wir haben den Pantherpreis verdient, weil Azubis von der Gesellschaft viel zu wenig wahrgenommen werden und wir mit dem Preis für das Thema mehr Aufmerksamkeit schaffen können. Das Preisgeld würden wir gerne für mehr Mobimaterial ausgeben, da wir gerade noch sehr, sehr wenig MitgliederInnen sind und deshalb würden wir gerne Plakate an Berufsschulen aufhängen zum Beispiel, als auch Workshops an Berufsschulen und in Betrieben geben für Azubis, um mehr Mitgestaltung in den Betrieben und Berufsschulen zu erlernen.